Hallo. Sieht gut aus. Ja, haben wir uns auch verdient. Ah, der eine sagt so, der andere sagt so. Richtig. Das kann ich nicht nachvollziehen. Richtig. Ja. Den Mittelfinger muss man direkt durchlaufen. Das ist ein Schuh an. Das ist ein medienwirksam. Ja, Freunde, mein Name heißt Jens. Ihr seid auf dem Koschnix-Kanal. Und hinter mir seht ihr den Heiko und den Alex. Und wenn ihr uns drei zusammen seht, dann wisst ihr ganz genau, es ist wieder Zeit für den Rothaarsteig. Heute geht es ab vom Rhein-Weser-Turm über die Zinseck. Dann Richtung Winterberg und das Ganze über zwei Tage. Und ich würde sagen, kommt einfach mit jetzt. Ja, stimmt. Das ist ja, Leute, wir machen jetzt schon die erste Rast. Gott sei Dank geht es jetzt erstmal bergab, was aber auf Deutsch heißt, gleich geht es wieder bergauf. Jetzt hat sich so der Rucksack so ein bisschen gesackt und also der ein oder andere muss jetzt nochmal umbinden. Der Heiko ist nämlich heute etwas unwirsch unterwegs. Mit Jesuslatschen, Jutebeutel und Hirtenstock. Keine Hirtenstock, das sind Trekking-Sandalen. Trekking-Sandalen. Das ist auch gemacht. Ja. Der hat auf jeden Fall gut Luft an den Füßen. Ich bin total öko, weißt du. Und ich muss mir jetzt, glaube ich, erstmal schon ein paar Nüsschen rausholen, weil ich habe heute Morgen nicht so arg frühstücken können. Ja, wir sind hier gerade über die aktuelle Thematik, nämlich Notvorrat anlegen über 10 Tage. Und da sind wir ganz oben auf der Brotsuppe mit bei, denn wir haben unseren Notvorrat alle hier angelegt. Der Heiko da vorne. Und da lag es auch. Ja, und die letzten Hamster von den Hamsterkäufen haben wir leider nicht mehr gefunden. Hast du ein Picture getaked? Jawohl. Mit Aussicht und Landschaft. So schaut sie nicht aus. Ja, das ist ja gut gemacht. Die Second Camera Unit. Ah. Erwischt. Ja, erwischt. Ist das nicht schön? Ich hab dir da mal was hingelegt. Ich hab gerade was. Mhm. Kostbares Nass. Aber Panorama haben wir hier. Ich hab gerade mal ein Panorama-Bild aufmalen. Was? Also, wenn man so möchte, fängt ja die Wandersaison jetzt erst wieder richtig an. So im Hochsommer sind ja eigentlich nur die Hartgesottenen unterwegs. Und auf dem relativ langen Weg nach Winterberg, wo ich dann erstmal ein Auto geparkt habe, nämlich das vom Alex, habe ich auch im Radio gehört, eine Sendung über die Top Trails of Germany, über dieses Wanderinstitut, die das erst vor 5, 6, 7 Jahren aus dem Leben gerufen hat und die ganzen Wege zertifiziert und dafür auch strenge Maßstäbe anlegt. Und die Maßstäbe sind natürlich Erreichbarkeit, Familientauglichkeit, dass man es in viele kleine Rundwanderwege teilen kann. Die Ausschilderung, also die Beschilderung ist ganz wichtig. Und eine der Kriterien ist auch, und das ist maßgeblich, das Vorhandensein von naturbelassenen Wanderwegen, möglichst Trampelpfade oder sowas. Und diese Kriterien erfüllt der Rothaarsteig aktuell leider nicht mehr. Deswegen ist er aus diesem Top Trail of Germany Gedöns erstmal rausgekickt worden. Aber nichtsdestotrotz finde ich und die anderen auch, ist das ein toller Wanderweg, der auch, ja, bis jetzt habe ich es natürlich nicht so viel gezeigt auf der Kamera, doch schon jetzt gut gelaufen ist und durchaus eine lohnende Sache ist. Ja, wir haben es dann doch geschafft, vor lauter Laberei gleich am Anfang einen riesen Umweg zu laufen. Zweimal quasi, weil ja, einfach dumm geschickt, ne? Wie das halt immer so ist. Nicht aufgepasst, gelabert und schon war es vorbei. Aber der Weg ist das Ziel. Juckt uns ja nicht. Eigentlich ist der Kaffee mein Ziel, aber wir müssen ja um die rund 40 Kilometer kommen, also was sonst. Ja, richtig. Wenn wir die halt am ersten Tag machen. Hier steht, ich könnte dein Weihnachtsbaum sein. Ja, wobei, das war ja gerade vorhin irgendwie eine ganz andere Kultur, die wir da gesehen haben. Aber ich bin ja mit dem Timo schon in Attendorn unterwegs gewesen, also das ist... Da hast du fast nur so Weihnachtsbäume. Da hast du nur noch Weihnachtsbäume. Ja, jetzt geh du mit deinen Füßen da, wo wir gleich essen wollen. Was? Heiko.
Die Füße sind frisch gewaschen. Frisch gewaschen? Ich bin sowas von sauber hier hingekommen. Wir sind jetzt hier am Potsdamer Platz, glaubt man gar nicht, aber nicht in Berlin, sondern hier mitten im Sauerland. Wir haben jetzt 6-7 Kilometer hinter uns und wollen jetzt mal gerade die erste Rast machen. Mal ein bisschen den Glykogenspeicher aufbauen. Ja, bis gleich.